Ja, hi Schwarmcheckerfreunde, ich bin's, der Mario. Ja, heute auch taufrisch der neuen Audi Q8 direkt aus Bratislava, weil da wird er gebaut. Vielen Dank nochmal an den Kameramann Cast Street Performance Kevin, gell, dass du heute wieder spontan da bist. Danke dir. Ja, was haben wir hier? Geht los, knapp 77.000 Euro, 286 PS, bekannter 6-Zylinder Diesel. Der nennt sich Q850 TDI. Ja, er basiert auf der MLB-Plattform, wie viele seiner Kollegen auch. Und zwar ist zum Beispiel der Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, neuen Touareg, Porsche Cayenne, Q7, basieren alle auf dieser Grundplattform und dann baut jeder individuell sein tolles Fahrzeug darauf. Ja, nochmal vielen Dank ans Auto aus Welber, aus Walderstadt, die uns spontan über Facebook geschrieben haben, hey, teste ihn mal, der ist neu da. Ja, natürlich auch an Leonberg, Kalf und Herrenberg, an diese Autohäuser, Grüße dahin. Ja, ich freue mich schon. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ganz schnell ab nach hinten und checken los, wie immer. Bis gleich. Kommen wir zum Heckcheck von dem tollen, finde ich, Q8. Auch schon bei den anderen Modellen sieht man hier LED-Matrix-Rücklichter. Mit diesem Leuchtband wirklich toll gemacht und abends, wenn die Dämmerung kommt, wenn es dunkel wird, dann das Band langläuft, das sehen wir noch in unserem Ambiente-Video, wie toll das aussieht. Normale LED-Rücklichter sind Serie, sowie auch LED-Lichter Front. Wir haben LED-Lichter Kennzeichenbeleuchtung, ja, komplett LED-Technik eigentlich, ja. Was ich gut finde, wir haben Einparkhilfe Plus vorne und hinten serienmäßig mit an Bord. Das wurde beim Touareg, das muss man beim Touareg, wo wir vor ein paar Wochen hatten, extra bedienen. Ja. Von dem her, wirklich super. Was wir hier sehen, in dem Grau abgesetzt, das ist das S-Line Exterieur-Paket. Ja, sieht man noch an der Seite. Die Schweller mit dem Grau drin, wenn man mal rüberkommst. Hier, das ist alles S-Line Exterieur-Paket. Und dann nochmal Werber, wir begeistern. Uns begeistert ihr immer wieder. Vielen Dank dafür. Ja, vorne noch S-Line Kommando Front noch dazu. Dann haben wir das Active Air Subsession Sport Fahrwerk mit an Bord. Da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Machen wir erstmal wie immer unseren obligatorischen Kofferraumtest. Der ist auch sensorgesteuert in dem Paket mit dabei, ansonsten extra ordern. Wie gesagt, serienmäßig ist der Kofferraumdeckel elektrisch. Ja, Eingriffsschutz. Ja, kurzer Druckpunkt, geht aber sofort wieder hoch. Dann einmal andrücken, dann geht es ganz hoch. Ja, wir haben hier auch wieder hier LED-Beleuchtung. Was ich gut finde, dass wir hier im Kofferraumdeckel unser Wanddreieck haben. Ja? Und dann noch die Notentriegelung fürs Schloss, falls die Elektronik nicht mehr funktionieren sollte. Übrigens haben wir hier 48 Volt Bordnetz, weil wir, Kollege, auch einen Startergenerator haben, einen Riemengenerator. Und der läuft halt mit 48 Volt besser. Ja. Ladevolumen. Knapp über 600 Liter, 605 Liter. Ist ein bisschen weniger, wie zum Beispiel der Touareg mal hat, mit 200 Liter weniger. Allerdings ist er aber auch ein Ticken dynamischer aufgebaut. Das wollte auch Audi so mit dem Q8. Da ist Konkurrenz BMW X6, ne? GLE Coupé. Und vom Kofferraum her schenken sie sich nicht so viel. Also er ist aber mit dem Umklappen, wo wir jetzt dazu kommen, mit 1755 Liter, ist er ganz vorne mit dabei. Ja, aber Umklappen, das machen wir nachher schon. Jetzt machen wir noch schon die Details hier. Doppelter Boden gibt es nicht viel, weil wir haben hier Bank- und Olufsenanlage mit dabei. Irgendein Lüfter, der arbeitet noch. Dann unser Panzer, der serienmäßig mit an Bord ist. Also hier unten passt dann nicht mehr viel rein. Schienensystem kann man auch extra ordern, wenn man das möchte. Ja, wir haben hier noch einiges an Netze. Hier haben wir noch links Netze. Das finde ich gut, dass man ein bisschen Kruscht hier oben reinkriegt, ohne dass es gleich rumfliegt. Schöne LED-Beleuchtung im Band. War im A7 schon toll. Da ist der neue dazugekommen. Und dann mit diesem Active Air Subsession Sport ist das einzigste Paket, wo man das Fahrzeug, also mit dem, es gibt auch das normale Nicht-Sport, absenken kann hinten, weil die Ladekante ist, finde ich, gehen wir wieder hoch, im Komfortmodus schon sehr hoch, ja. Ja, jetzt muss er wieder ein bisschen nachpumpen. Merke das? Jetzt geht er hoch. Er braucht wieder ein bisschen Luft. Die Pumpe sitzt dahinter. Ja, da hört man sie. Ja, und jetzt würde ich sagen, klappen wir einfach mal um. So, in dem Fall, die zwei äußeren rechten und linken Haken hochklappen, nach oben, nach vorne und gleich quer rausziehen. Das funktioniert super. Ja, übrigens haben wir noch Anhängerkupplung, dürfen 3,5 Tonnen ziehen. Ist ordentlich. Und jetzt müssen wir leider nach vorne gehen, weil wir haben keine Heckraum, also Fernraumentriegelung. Okay? Und das machen wir jetzt. So. So, einfach hier den Hebel nach oben und dann klappt schon die eine Seite rum. Zack. Und dann gehe ich rüber.
So, zack. Und schon 1755 Liter Ladevolumen. Das ist, was Mitbewerber angeht, gut. 40, 20, 40 ist serienmäßig. Und was auf der Rücksitzbank noch dazu kommt, das zeige ich mal dann gleich. Ja, und relativ eben, also von der Verarbeitung her, wirklich super. Da kann man echt nicht meckern. Kommen wir noch schön zum Tankvolumen. Wir haben 85 Liter, 24 Liter AdBlue haben wir. Und ja, da kommt man schon eine Weile. Ich habe ihn abgeholt, da war er voll mit 960 Kilometer Reichweite. Das ist schon eine Ansage. Ja, das war's zum Heck, zum Kofferraumcheck. Jetzt würde ich sagen, gehen wir vor oder hierher zur Rücksitzbank. Bis gleich. Wie sagt man im Schwaben, der Machkeu fährt's. Mein Kameramann macht schon wieder ein paar Witzle. Konzentrieren wir uns auf die Tür hinten. In dem Fall haben wir Komfortschließung. Im Paket mit sensorgesteuerter Heckklappe 970 Euro. Reinfassen, öffnen, drüber streichen, schließen. An allen vier Türen bzw. Heckklappe. Dann haben wir die Servoschließung bzw. Servoöffnung. Das ist cool, wenn man schließt. Zack, zieht es rein. Und wenn man öffnet, springt die einem so entgegen. Achtung, zack, da hofft die so entgegen. Man braucht wenig Zugkraft, um das aufzumachen. Das ist im S-Line-Paket Selection mit dabei. Ja? Gibt es aber auch einzeln zu ordern. Ich glaube 650 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja? Ich setze mich mal rein und rutsche dann auch gleich mal durch. Rücksitzbank. Leder Valcona, gesteppt. Ist im S-Line-Paket Interieur mit dabei. Da kann ich dann wählen, was möchte ich denn für ein Leder haben. Die haben sich hier für gesteppt entschieden und ich finde es wirklich pico-schick. Ja? Dann ist noch Alcantara hier mit dabei. Dann haben wir noch das Alu geschliffen mit dabei. Hier überall schön alles Leder. Elektrische Fensterheber sind natürlich safe serienmäßig. Und was ich da ein bisschen schade finde, das ist ein Manko. Ich finde, die Scheibe sollte, finde ich, viel weiter runter gehen. Überleg mal, hier ist Stopp. Ja? Man hockt zwar schon hinten etwas höher. Ich denke mal, dadurch, dass wenn Kinder hinten sitzen, dass sie sich natürlich nicht rauslehnen, verstehe ich. Aber ich finde, einen Ticken könnte es noch mit runtergehen. Macht nichts. Einklemmschutz hat er trotzdem, hoffe ich doch. Jawohl. Sehr gut. Und fährt dann auch ganz wieder runter. Getönte Scheiben kosten 54 Euro. Extra. Einen warmen Popo bekomme ich auch, merke ich gerade. Ja, apropos, 400 Euro verlangt Audi, wenn ihr auch hinten auf den äußeren Sitzen Sitzheizung haben möchtet. Vorne ist Serie. Und ich finde, es sieht toll aus, ist auch toll beleuchtet. In dem Fall haben wir hier vier Zonenklimaanlage, das erkennt man hieran. Ja, und wie, das, was man hier im Heckbereich auf der Rücksitzbank das extra verstellen kann, muss man 800 Euro für in die Hand nehmen. Ja? Fünf Kopfstützen sind Serie. Wie man hier sieht, haben wir Integral. Kopfstützen, das heißt, die sind fest, das sind die Plus-Sportsitze. Ja. Kommen wir aber vorne noch dazu. Mittelarmlehne serienmäßig, sowie auch die Flaschenhalter. Fahren sauber raus, scheppert nicht arg, ja, ein bisschen ist in Ordnung soweit. Stabil, wie gesagt, Serie. Kinder-Isofix haben wir natürlich auch serienmäßig. Muss man hier bloß, zack, raus, einhaken, Thema erledigt, gut zu erreichen, macht das Leder nicht kaputt. Bei manchen muss man da richtig unten reindrücken. Ja, Sitzfläche ist gut. Schenkelauflage, man merkt, die haben das ein bisschen vorgearbeitet, das ist auch gut so. Ja, wirklich bequem. Füße habe ich gut Platz. Unten rein ein Ticken könnte es noch ein bisschen höher haben, weil im Winter, wenn man dickere Schuhe hat, aber reicht völlig aus. Und vom Platz, also, wenn ich mal angucke, ich bin jetzt gerade gefahren, bin knapp 1,80, also der Herr Kevin, du bist ja, was, über 1,90, ne? Haben wir trotzdem noch richtig gut Platz hier. Das merkt man halt auch mit 3 Meter Radstand, ja, ist schon, kommt den hinteren Passagieren schon wirklich zugute. Die Lehne ist serienmäßig verstellbar in der Neigung. Was jetzt extra dazu kommt, und das finde ich cool, kostet 220 Euro, das könnte durchaus mal Sinn machen. Ich kann meine Sitzfläche nach vorne verschieben und das um 10 cm. Somit habe ich hinten ein bisschen mehr Platz und habe ein bisschen mehr Staublumen. Das ist eine coole Geschichte. Also ich habe hier schon echt cool Platz. Schwarzer Himmel ist im S-Line-Paket Serie. Ansonsten müsst ihr den extra ordern. Wir haben natürlich auch komplett LED-Technik hier an Bord. USB, die zwei Stecker unten Connect für hinten, Rear kosten extra. Müsst ihr bestellen, wenn ihr die haben wollt. Die sind nicht serienmäßig mit an Bord. Jo. Ja, danke. Panoramadach. Bevor ich es vergesse, 1550 Euro kostet das extra. Ich finde, das ist ein Muss für mich persönlich. Es gibt ein so ein tolles Raumgefühl und man kann, eure Kinder können auch mal schön rausgucken, ein bisschen rumträumen, was auch immer. Nee, sehr bequem hier hinten. Jetzt gehen wir vor zum Armaturencheck, zum Frontcheck, würde ich sagen. Bis gleich. Quattro
Beige nennt Audi das. Gab es auch schon im A7, sehr toll. 3D, gefräst aus Alu. Sehr edel, ist nachher auch beim Ambiente-Licht toll beleuchtet. War beim A7 schon so. Gibt es ein extra Video mit Ambiente-Paket. Fangen wir bei dir vorne an, Kevin. Sitze voll elektrisch verstellbar im Essler-Interieur-Paket mit dabei, beziehungsweise im Sportpaket mit dabei. Dann kann ich dann auch über unser Display, was wir gleich noch dazu kommen, die Sitzwangen verstellen, hier rechts, links das per Luft verstellen. Ja. Wir haben in dem Fall die Sportsitze Plus. Das erkennt man, dass wir hier noch eine größere Auflagefläche an dem Schulternteil oben haben, dass wir da noch besser anliegen. Das merkt man auch. Also die Sitze sind richtig cool. Dann S-Line natürlich gesteppt. Wie gesagt, die Wabenstruktur ist erhältlich in diesem Paket. Da kann man sich aussuchen, was man für ein Leder haben möchte, ja, oder was für ein Holz. In dem Fall haben sie hier das Alu gewählt. Finde ich schön für die junge Generation, ein bisschen sportlicher. Ja. Handschuhfach, recht groß. LED beleuchtet. Airbag on-off, abschaltbar und gekühlt. Und ich finde, anständig Platz. Da ist noch, genau. Und auch abschließbar. Finde ich cool. Wir haben Kinder Isofix natürlich serienmäßig mit an Bord. Und da ihr seht, diese vielen Löcher im Leder, deutet darauf hin, dass wir natürlich auch, das heißt natürlich, Sitzlüftung mit an Bord haben, optional. Und Massagesitze, das kostet extra, blende ich nachher auch wieder ein. Ja. Mittelarmlehne ist fest serienmäßig. Hier können wir sie verstellen. Und eine Länge, die kostet extra. Ist aber lederbezogen. Sehr schön. Fühlt sich auch wirklich gut an. Dann haben wir hier drin, gut, noch ein bisschen kleine Ablagemöglichkeiten aus Gummi, dass nichts rutscht. Induktives Laden. Dann zweimal USB, SD-Karte und SIM-Karte, weil wir haben ja serienmäßig WLAN und Internetverbindung. Also das heißt, das Fahrzeug ist permanent online unterwegs. Ja? Dann kann man halt hier noch ein bisschen Kruscheln reinmachen. Und wir haben unser Tuch, in dem Fall haben wir hier ein TT drauf, dass wir unser MMI Touch, das serienmäßig ist, Multimedia Interface, putzen können, weil es gibt wie beim Handy die Fingerdapser, ne? Und da haben sie das Tuch mit dazu gemacht, finde ich gut. Klavierlack, sehr edel, sehr schick, aber natürlich auch wieder schmutzempfindlich, und da wirklich nur so ein feines Tuch nehmen, sonst macht er ganz schnell Kratzer rein. Wir haben elektronische Parkbremse, Serie, geht los, wenn man löst sich, wenn wir losfahren, automatisch. Und bremst oder greift, wenn wir die Türe öffnen zum Beispiel, ja, dann ist er fest. Dann können wir noch natürlich hier Start-Stop ausschalten. Wir haben eine serienmäßige 8-Gang-Automatik mit permanentem Allrad. Parkknopf drücken zum Verstellen, und wir können, wenn wir nachher anhaben, auf rechts gehen. Dann haben wir den manuellen Modus mit Schaltpedals, die Serie sind. Und Radio brauchen wir jetzt nicht. Ja, gehen wir hier hoch. 2-Zonen-Klima haben wir serienmäßig an Bord. Auch so hier dieses bisschen mehr wie 8 Zoll Touch-Display ist serienmäßig. Das heißt, wir haben fast keine Knöpfe mehr, nur noch laut, leise, an, aus. Schnellwahltaste für Assistenzsysteme. Schnellwahltaste für 360-Grad-Kamera. In diesem Fall hier, die extra kostet 1000. Weiß auch nicht mehr, gell? Ich blende es ein. Start-Stop haben wir, Drive-Select-Modus haben wir. 7 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, auch serienmäßig mit an Bord. Systemvideo haben wir extra schon eins gemacht. Das könnt ihr euch online anschauen. Wird aber auch wieder in den Rahmen sprengen, wenn wir das mit hier reinmachen. Was das System hier alles kann, das ist schon echt enorm. Ja? Das machen wir extra. Was natürlich cool ist, wenn wir das hier so mal ein bisschen bewegen, dann kommen wir... Guckt euch das an, wie das aussieht. Ja, ist schon lässig. Ne? Dann können wir mal gucken, Bratislava, ne? Da wo er herkommt. Schon wirklich sehr edel, also cool gemacht, lässt sich auch sehr gut bedienen. Wir haben hier eine Home-Taste, kann hier alle Sachen recht einfach, simpel ansteuern, Telefon, Medien, Fahrzeugeinstellung etc. Ja, fahre ich rüber und das funktioniert wirklich tadellos. Ja, also hier gehe ich mal zum Beispiel auf Fahrzeug, dann kann ich hier die verschiedenen Sachen wählen. Ambiente-Video machen wir noch eins extra mit der schönen Beleuchtung. Ja, funktioniert toll, kennen wir schon aus dem A7, A6 jetzt auch und aus dem A8. Ja, gehen wir mal auf die Sitzposition. Die ist natürlich verstellbar, wie man möchte. Wie gesagt, wir haben Sitzheizung, Sitzlüftung, Massage und Sitzlüftung ist ein Paket, das kostet extra. Ansonsten sitzt man wirklich sehr bequem. Ich kann die Beinauflage elektrisch verlängern über mein System hier. Wenn ich hier auf den Sitz gehe, ja, kann ich hier, na, hört das alles verstellen, wie ich das möchte. Alles hier rüber. Also wirklich pico und haptisch toll gemacht.
Wir haben hier vier elektrische Fensterheber, die sind serienmäßig. Und dann kann ich jeweils einzeln auch noch die, zack, man hört's, die Türen hinten sperren. Zack, das hört man dann. Finde ich cool, gibt zwei extra Knöpfe. Wir haben natürlich elektrische einklappbare Außenspiegel, beheizt auch serienmäßig mit an Bord. Sitz-Memory-Funktion, die ist hier, ist in dem Paket S-Sportpaket, S-Line-Sportpaket mit dabei. Ansonsten extra ordern, ja, gibt es als Fahrersitz nur oder mit als Beifahrersitz dann auch nochmal extra. Ja, wir haben Lichtautomatik natürlich hier noch. Dann haben wir noch das Frontlicht für schlechte Sicht. Zeigt man dann noch beim Frontcheck noch. Dann natürlich Nebelschlussleuchteknopf. Alles haptisch mit den Tastern, also wirklich sensationell gut zu bedienen. Lenkrad ist serienmäßig manuell Höhen und Länge verstellbar. Wir haben hier 400 Euro in die Hand genommen. Dann ist es in dem Fall, na, hier ist es, das Ganze elektrisch verstellbar. Ja, hoch, runter, rechts, links. Abgeflacht. S-Line Sportpaket mit dabei, ansonsten ist es rund, Schaltpedals wie gesagt mit dabei und auch nur rund kann man dann Lenkradheizung dazu bestellen. Beim Abgeflachten ist es nicht dabei, okay? Ja, dann haben wir hier natürlich Scheibenwischer, hier unser Assistenzsystem mit Distanz, Abstand, Blinker mit Fernlichtassistent und Spurführungsassistent. Assistenzvideo machen wir noch eins extra, das könnt ihr euch auch anschauen. Virtual Display ist auch serienmäßig mit an Bord. Ist im Technikpaket, was wir schon gemacht haben, Interieur-Systemvideo mit dabei. Da erklärt, kann man mit dem View hier verstellen, kommen wir nur beim Fahrcheck dazu. Diese ganzen Geschichten, Head-Up-Display kostet extra. Und ansonsten Leder hier auch drauf, kann man extra ordern. Allerdings wirklich wieder top verarbeitet, ja, es knackt nichts, es tut nichts. Fühlt sich alles sehr hochwertig an, der schwarze Himmel im S-Line-Sportpaket mit dabei. Panoramadach hatten wir schon. Dann hier. Nur ranklopfen, wenn du, sieht man das? An, aus. Also man muss nicht, ja, jetzt wie früher noch hier einen Schalter suchen, wo mache ich das nachts? Ja, sondern bloß antippen und geht. Ist cool, ist einfach, ja, funktioniert tadellos. SOS on Call haben wir noch mit an Bord, ja, wenn was ist, automatisch macht das mit dem Notfallassistenten, testen wir auch noch. Ablagefächer haben wir hier noch, würde ich sagen, das sind, hier passen halb Liter Flaschen rein oder 0,7 vielleicht. Schlüssel kann man hier reinstecken, dann geht er nicht verloren, wenn man das möchte. Aber hier bei dem, sag's mir, Komfortschließung braucht man nicht raus tun, weil da kann man in der Hosentasche lassen. In den Türen, wenn du mal hinzoomst oder hingehst, da passen 1,5 Liter Flaschen rein, da haben sie was gemacht, also schön breit, um was, um richtig ordentlich Platz zu haben, Verstau. Natürlich habe ich hier noch ein kleines Fächle, um was verstauen kann, das siehst du jetzt nicht so hier unten, da passt, ja, ungefähr so eine Länge haben wir hier, ne? Also, warte, ja, also da geht schon, so, kriegt man schon ganz schön was rein. Hier haben wir natürlich nicht so viel Platz mit induktiven Laden, obwohl der Tunnel so riesig ist, wundert mich das, ja. Jetzt war es das. Jetzt haben wir noch ein bisschen Dach. Wir zeigen euch noch ein bisschen, was man so alles noch verstauen kann. Ja? Jetzt gehen wir vor zum Frontcheck, zum Achscheck, zum Motorcheck. Bis gleich. Fahrwerk. Quattro serienmäßig. Verteilung haben wir vom Grundverteilungsprinzip her mal 60 zu 40. Kann aber noch je nach Antriebsstrang, was er braucht, auf unebenem Gelände, Schnee, kann er das natürlich noch variieren. Mittels Mittelsperrdifferenzial. Serienmäßig haben wir 19 Zoll drauf, 265er Schlappen. In dem Fall haben wir hier beim Minimum, beim S-Line Sportpaket 21 Zoll. Ja, und wir haben hier in dem Fall 22 Zoll, 285er Schlappen vorne und hinten. Schon enorm groß, ne? Also das sieht man auch, da ist die eigentlich schon recht große Bremsanlage. Wirkt das schon wirklich mini. Ja. Rote Bremssättel, 400 Euro extra. Wir haben selbst 6 Kolben Bremsanlage. Ein bisschen mehr wie 1200 Euro kostet dieses aktive Air Subsession Sport Fahrwerk, das sich auch dann hinten absenkt. Ja. Und hier nochmal ein Ticken nach unten geht. Ja. Bisschen sportlicher ist, das merkt man auch nachher. Da wird er schon recht hart dann. Ja. Was wir optional noch mit dabei haben, ist die schöne Allradlenkung. Und die kann durchaus Sinn machen. Ja. Nur ihr müsst aufpassen. Wenn ihr rückwärts fahrt, und ich stelle mich jetzt mal als Hindernis da, wenn ihr dann mit der Achse vorbei seid, ohne Allradlenkung, bewegt sich dann, wenn ihr nach rechts lenkt, das Fahrzeug weg vom Objekt. Und da müsst ihr bei der Allradlenkung aufpassen, die macht bis zu 5 Grad und das ist schon enorm. Ja, dann bewegt sich das Fahrzeug hin zum Objekt.
Und da müsst ihr einfach aufpassen, weil man hat immer noch das im Kopf, sobald die Hinterachse vorbei ist am Hindernis, bewegt sich das Fahrzeug, wenn ich da hinlenke, weg. Ja, in dem Fall bewegt sich aber das Fahrzeug dann hin, weil die hintere Achse auch mit ranlenkt. Und da müsst ihr nur aufpassen. Das ist nur so ein kleiner Tipp von mir. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich vor zur Front. Ne? LED-Matrix, 1690 Euro kostet das extra. Und dann sieht es so aus und daran erkennt ihr auch, dass das das Matrixlicht ist. Ansonsten haben wir LED-Serie und das ist halt alles voll LED. Abbiegelicht, was es halt so alles gibt, ne? Fernlicht, Autobahnlicht, das dann die Spur verlängert, ja? Stellt sich automatisch drauf ein, ist mit dabei, 310 Euro Scheinwerferreinigungsanlage. Octogan nennt sich dieser Single-Frame-Grill beim Q8. Und hieran erkennt ihr wieder an der Front, dass es S-Line Exterieur-Paket ist, weil das grau abgesetzt ist. Das sieht man hier. Und hier, das ist alles schwarz-matt an der Seite. Das ist normalerweise glänzend serienmäßig. Das wird dann hier schwarz-matt. Und der Grill hier drin ist schwarz-glänzend und mit Chrom. Jetzt windet es kurz ein Stück. Ich hoffe, man hört das nicht so arg im Mikrofon. Ja, das hat mir schon beim A7 nicht so gut gefallen. Wir brauchen es natürlich für die Assistenzsysteme, die ganzen Radarsensoren, ja, etc. Muss natürlich dabei sein. Oben die Kamera, hier die Sensoren mit drin. Hier geht es sogar noch, weil das hier stimmig ist. Ja. Wenn jetzt aber viele kleine Waren wären, würde das wieder natürlich nicht schön rausragen. Ja. Hier vorne, optional mit ein bisschen mehr wie 1000 Euro, die 360-Grad-Kamera. Das sind dann an den Außenspiegeln, an der Front und am Heck die 360-Grad-Kameras verbaut. Ja. Und ansonsten finde ich ein echt brutal mit diesem Single Frame. Also mein Schuh, Kevin, ist es schon ein sehr, sehr riesen Fahrzeug. Aber es sieht schick aus, ja, weil eine relativ flache Dachlinie schon Richtung Coupé gemacht. Heißt ja auch SUV Coupé, nennen sie es bei Audi. Ne, schick. Machen wir noch einen Motorcheck, würde ich sagen. Und dann fahren wir. Bis gleich. Ciao. Ja, kurzer Motorcheck. Momentan gibt es nur diesen einen Motor. Anscheinend soll es ja einen 55er geben. Habe ich schon irgendwo fahren sehen. Oder du hast ihn fahren sehen, gell? Aber momentan nicht konfigurierbar. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Aber schön, er erfüllt 6D Temp. Yeah, gut gemacht. Allerdings ist er ein altbekannter. Den hatten wir im A7 schon, im A8 und im Touareg. 286 PS, 2,9 Liter, V6 Common Rail Diesel. V8, hä? 600 Newtonmeter Drehmoment, geht los bei 2,250. Da finde ich, könnte es einen Ticken früher anfangen, weil das merkt man beim Anfahren. Ja. Finde ich, es ist ein kleines Manko, wenn man kurz schnell irgendwo wegziehen möchte. Er rennt 2,45, 6,3 Sekunden auf 100. Ja, wiegt das Fahrzeug 2,2 Tonnen. Ach, wir dürfen zuladen, fällt mir gerade noch ein, 670 Kilogramm. Ist auch nicht wenig, gell? Ja, was gibt es noch zum Motorraum zu sagen? Aufgeräumt, tunerfreundlich. Ja, hier haben wir einen Anschluss für Dotnet zum Überbrücken. Ja. Hier Pluspol, hier haben wir den Minuspol. Wir haben einen 48 Volt Bordnetz, falls ich noch nicht gesagt habe. Und ansonsten, gut, Wischwasser haben wir noch gut zu erreichen. Und ansonsten ja, gibt es halt wirklich nicht so viel, wirklich nicht so viel zu sehen in dem Motorraum. Schade, wir können keinen Ölmessstab verwenden, gibt es keine. Das müssen wir elektronisch machen, das ist hinter dem System. Ja, das war's. Aufgeräumt, ab zum Fahrcheck, würde ich sagen. Bis gleich. Ja, was einem gleich auffällt, Checkerfreunde, dass sich die Scheiben ein bisschen bewegen. Das ist schon ein bisschen im manuellen Modus. So, jetzt sind wir im D-Modus. Durch rahmenlosen Scheiben hat man einfach das Problem, es sieht zwar gut aus und ist ein bisschen so ein Coupé-Feeling, aber halt die Scheibe bewegt sich ein bisschen auf dem Gummi. Ja, das ist halt dabei. Und auch noch ein Tipp zu rahmenlosen Scheiben, wenn ihr die Türen zumacht, macht es nicht an den Scheiben, weil sonst kriegen die irgendwann ein Spiel mit der Zeit. Macht die Tür bitte an der Tür selber zu, am Blech. Ja. Ja, zum Batschen. Genau. Ist besser für die Scheiben, fürs Glas. Fürs Material. Ja, jetzt muss ich schon durchtreten und die Wankbewegung ist schon mehr. Man merkt halt dann da schon das Gewicht. Das kann man auch nicht wegfahren, ja, oder durch Elektronik wegbauen, ja, oder weg, wie sagt man noch,
zaubern. Ja. Gut, du hast halt auch noch einen Schwerpunkt, ne? Ja. Im Vergleich jetzt zum A8, wo ja ähnlich ist. Aber wenn du jetzt guckst, die Wankbewegung ist ganz anders, gell? Ja, viel direkter auch. Ist brutal, hey. So, Kurve. Und man kann den richtig schnell bewegen hier. Also mit den 285er vorne, guck mal, oh, alles brutal. Ja, jetzt kommt er auch gut. So ab 3000, kurz vor 3000 geht schon gut vorwärts. Ja. Und dann gehen wir mal runter. Ah, der bremst super. Ja, dann gehen wir mal hoch. Ja, so kurz was fehlt und dann, ja, dann drückt er. Dann drückt er richtig gut durch, gell? Und die Automatik, die schaltet super. Gehen wir mal auf den manuellen Modus. Drück, schalten. Drück, rein. Zack, runter. Zack, oh, macht echt flott. Ja, das macht also, kann ich nicht sagen für eine Automatik. Recht schnell, recht gut abgestimmt. Oh, und der Druckpunkt, gell? Oh. Das ist herrlich, ne? So, dann gehen wir nochmal in die Kurve. Also, der lenkt auch gut ein, hey, das ist echt brutal. Da kann es echt nichts sagen, hey. Also, Audi, da habt ihr was sehr Dynamisches gemacht. Auch den Spagat und mit diesen breiten Reifen vorne. Ah, oh, herrlich. Also, der hat echt guten Grip. Trotz des Schwerpunktes und 2,2 Tonnen. Ein sehr sportliches Fahren. Kann aber auch den Spagat machen. Geh auf D, Drive Select, auf Komfort. Und die ganze Geschichte ist entspannt, ne? Und kann er gut, ja? Normales Gleiten drin, gell? Sitze sind sehr bequem, guten Zeiten halten. Wir haben natürlich auch die Sport Plus Sitze. Allerdings ist Manko Integralsitze, wie zum Beispiel bei dir. Ja, aber es geht noch. Ja, aber zum Ticken könnte man so höher machen, ne? Ja, aber es ist okay. Kopfstütze, das ist halt, wenn man das. Was mich immer noch fasziniert, ist das Aufgeräumte. Mit diesen, klar, ganzen Displays, aber es ist alles sauber, es ist alles jetzt sehr strukturiert. Früher kennt man Audi die ganzen Knöpfe überall. Wenn man guckt, alte A6, 4B, zig Plastikknöpfe überall. Das macht richtig was her. Also haben sie schon. Haben sie schon Gas gegeben, Arbeit, ja? Gemacht. Ja, definitiv. Und auch wertig. Ja. Also momentan knackt nichts, tut nichts, außer mir halt, wie gesagt, ein bisschen die Scheiben. Auch gerade das Quattro Batch, oder wie du es genannt hast, das ist alles richtig edel. Das ist alles ist gut gemacht, ne? Ja. Also das, schauen wir mal. Stimmig. Und einlenken, ach gut, das setzt es relativ gut, er braucht kurz, aber dann sofort ein gutes Einlenken. Oh, du kannst hier echt lang pfeifen, gell? Hier müssen wir bremsen, mal die Kurve zumacht, aber selbst da, guck mal, wie auf der Vorderachse. Brutal gut, gell? Klingt gut, ja. Aber das werden auch die Reifen sein. Also ja, die 285er, das merkst du. Ja. Ja. So, deine Safe-Kurve mit dem RS4, wo dir Spaß gemacht hat, ne? Ja, soll ich mich festhalten. Nee, und dann gehen wir zurück in Komfort. Dann senkt er sich hoch. Dann senkt er sich hoch. Dann hebt er sich an. So, ja. Dann sind wir gechillt unterwegs. Spiegel haben wir optimale Position, Lenkrad fühlt sich sehr gut an, Pedals gut, Sitzposition gut. Blick nach hinten, ja, dafür aber unsere Rückfahrkamera, Gott sei Dank, nicht noch Parksystem Plus mit dazu, sprich ein Parkassistent, dann seid ihr mit dem großen Auto eigentlich relativ entspannt unterwegs. Ne? Ja, jetzt muss ich schon mehr Lenkeinschlag bringen und er hat einen Ticken mehr Wankung, ne? Mit dem Komfort. Aber der Backen hinten raus, gell, von der Achse hinten, ja. Ja, haben sie gut gemacht. Kotflügel, sehr schön. Optisch richtig diese, gut gelungen. Ja. Diese Linie hinten, der Schenkel. Ja. Schön, gut war's. Das gehört ja immer noch, ja? Ja. Das ist ein Tippen, ja. Funktioniert einwandfrei. Ja. Wunderbar, das war's. Fahrcheck erledigt. Ja, kommen wir zum Fazit. Was soll ich zu dem Auto sagen? Schon gut gemacht. Schöne Linien. Hinten schön abfallend, ja, SUV, Coupé, wie sie alle sagen. Kostet natürlich ein bisschen Kofferraum, das ist ein Mango. Dafür ist er natürlich ein Ticken dynamischer, nicht ganz so einen ganz hohen Schwerpunkt wie zum Beispiel der Touareg, der ja relativ, obwohl er auch schon dynamischer geworden ist zum Vorgänger her, den hatten wir auch im Test. Kostet halt, wie gesagt, Ladevolumen ist klar, aber er braucht sich mit dem Ladevolumen nicht verstecken. Auch von der Technik her, Assistenzsysteme, extra Video, Ambiente-Video, System-Video extra, da haben sie schon was gemacht. Hey. Und ich finde, die machen da echt eine schöne gerade Linie und die funktioniert toll. Ja, ja, es gibt natürlich Mangos, ja, die Heckscheibe geht nicht ganz runter, der Wendekreis 13,5 Meter fast, dann müsste Allrad dazu nehmen, ist klar, das ist halt der lange Radstand geschuldet, aber so ist es eben.
Momentan nur ein Motor, ist natürlich auch schade. Wie ist er mit einem schönen Benziner? Klar, Spritverbrauch, aber vielleicht dafür ein bisschen mehr Klang oder so. Die Sportlichkeit für dieses SUV-Coupé, ja, da gehört vielleicht auch noch ein schöner Achtzylinder dazu, finde ich. Haben sie ja welche, könnten sie einbauen. Verarbeitung klasse, man sitzt gut. Viel Platz auf der Rücksitzbank, muss ich gestehen. Ja. Ladekante ist ein bisschen hoch, aber man lässt sie sich mit dem Fahrwerk dann absenken, aber man muss es dann natürlich auch wieder dazu nehmen. Kostet dann halt auch Geld, ist klar. Tolle Lichttechnik. Das MMI Touch funktioniert super, ist aus Serie. Hat eine gute Grundausstattung, finde ich. Klar, Grundpreis knapp 77.000 Euro, ist nicht wenig. So wie er da steht, kostet ein bisschen mehr wie 110.000. Hat aber auch einiges an Bord. Ich würde noch empfehlen, Einparkpilot dazu zu nehmen, also das Assistenzsystem, das er von selbst einparkt. Bei der Größe teils unübersichtlich, sehr breites Fahrzeug. Ja, ansonsten klasse. Macht Laune, das Ding. Ja, sieht toll aus. Ja, Mitbewerber haben wir schon gehabt, BMW X6, GLE Coupé. Sind die Mitbewerber. Nochmal Dank ans Autohaus Werber, natürlich war wieder, also wieder super klasse. Vielen Dank dafür. Auf die nächsten paar Jahre, auf die nächsten paar hundert Autos, hoffe ich. Versicherungstechnisch haben wir noch, wir haben SF10, das sind 36%. Haben wir 1140 Euro im Jahr Vollkasko mit 550 SP, 10.000 Kilometer mit Topschutz. Dann mit SF20, das sind 27%, sind wir bei knapp 850 waren es, 860 Euro Vollkasko im Jahr, und bei SF30, 22%, sind wir bei 700 Euro im Jahr Vollkasko bei 10.000 Kilometer. Ich finde, es geht. Ja, Unterhalt, ja, Inspektion etc. muss man halt mal gucken. Ansonsten war es das schon. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal meinen Kameramann, Car Street Performance, der mich heute unterstützt hat. Ja, hat echt Laune gemacht. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Checker Mario. Ciao. Kiss die Beats.